Willst du lieber tot oder nur verkrüppelt enden? Nee, nee, ist nur der Controller, kennst mich ja. Kennst mich ja mein. Jetzt erzählst du was nicht. Hör auf, dich zu bewegen! Ich spiele fast alles im PC, wenn es ein PC gibt oder geht. Der kleine hilflose Waldläufer kommt nicht näher. Was, du willst mich verarschen oder was? Komm her. Ist der Typ jetzt noch abgehauen oder was? Was ist mit dem da? Finish him. Ist der andere jetzt wirklich ein kommender Typ oder was? Ich muss noch mal kurz hier schauen wegen mit dem hier. Anfällig. Verschleicht Todesstöße, er leidet Schaden durch Kampf. Okay, sonst gar nichts. Also nur das. Hasst Fliegen, hasst Garagor, gerät in Wut beim Angriff von Garagor. Das ist gut. Noch drei Min, dann kann man auf der PS4 loslegen. Ach, ist dann der. Ach so, am 2. ist der Launch, gell? Ah, oh, das habe ich gesehen auf Amazon. Offiziell war der Launch eigentlich am 7.10. geplant. Ja, in 3 Minuten könnte ich dann Forza Horizon 2 spielen, theoretisch. Aber erstmal müssen wir das hier besiegen. Natürlich ist er immun gegen Fernkampfangriffe, gell? Schätze ich mal. Ja, natürlich. Okay, wir müssen einen allein finden, damit wir ein bisschen Energie kriegen. Duplo. Ne, Bubol Dünnpfiffe sind kommen. Und ist der auch immun gegen Fern? Ne, ist er nicht, aber. Ich hab nicht genug Schüsse für den. Ja, ja. Na gut, dann kann der Kampf ja losgehen. Hier, ich brauche dich hier. Komm, ich brauche dich hier, um die Macht zu demonstrieren. Ist er wirklich? Ist er tot oder was? Okay. So, wieder geheilt. Ich schätze, man kann auf beiden loslegen um Mitternacht. Hm, ja, mein Download läuft leider noch 24 Minuten. Ja gut, jetzt dann bist du dann aber nicht ganz so weit hinterher. Immerhin kannst du preladen, das ist schon mal ganz gut. Bring ich ihn halt um, wenn er so tot. Bis jetzt immer ganz viel Action hier gehabt. Ah, der mag ja die Fliegen. Jetzt machen wir hier ein bisschen. Und? Müssen wir ausnutzen. Noch einer. Noch so ein Verrückter. Wie viele Bosse sind denn hier wieder? 20 oder so. Aber das ist seine Schwäche, von hinten angegriffen zu werden. Das kriegen wir doch hin. Ich muss etwas tiefer in die Ebene. Jetzt halt. Jawohl, seine Schwäche habe ich ausgenutzt. Okay. Einschauen wie easy. Ein Schlag und weg war er. Nur noch einer fehlt uns. Problem ist, wir konnten ihn nicht befragen. Achso, die anderen sind weggelaufen wieder. Die anderen laufen weg, glaube ich. Spinnen. Der andere wieder weglaufen. Komm. Ich muss kurz Zeit anhalten. Ach, der ist gerade despawned. Scheiße. Ich hätte ihn aufhalten können, aber gut. Ja, ja, passt schon. Ich gebe mich mit euch nicht ab. Nur mit euren Bossen. Immer mit der Ruhe. Ihr mögt doch keine Bienen, oder? Was sagt ihr denn dazu? Was ist denn mit denen los hier? Ja. Also, nächste Quest.
Okay, hier wäre die Main Story. Machen wir noch nicht weiter. Wir machen erstmal das weiter. Und ich möchte schauen, was ich noch skillen kann. Und zwar Verbesserungen. Hier geht's weiter. Reduziert die Trefferserienschwelle für Hinrichtung Geisterblitz auf 5. Yay, yeah, ich kann alle 5 Leute. Wie krass, ich jetzt immer auf 8 hochgepusht habe, um Hinrichtung machen zu können. Jetzt kann ich alle 5 Kombos Hinrichtung machen. Sprich, mehrere Hinrichtungen hintereinander. Also 5, geil, also immer. Und hier verdreifacht den Anstieg. Hey, wenn das freigeschaltet ist, dreifach schnellere Kombos und dann auch noch bei 5 und dann einfach alle vernichten. Das ist mehr als krank. Okay, ich muss Machtkämpfe abschließen. Wenn das klappt, wäre super. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein Skill, damit die Hinrichtungen schneller funktionieren. Noch besser, noch mehr Metzel. Die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass die Trefferserie zurückgesetzt wird. Perfekt. Hammer. Was ist hier? Brandpfeil. Wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, kannst du einen Brandpfeil verschießen. Brandpfeile verursachen heftige Explosionen, wenn sie auf ein Lagerfeuer oder Fässer geschossen. Das ist eh klar. Wow, aber Moment. Geiststoß. Verbessert Geistbetäubung. B drücken, sodass alle Gegner im kegelförmigen Bereich um dein Ziel weg getroffen. Alle? Wow. Je höher der Treffer ist, desto größer der Kegelbereich. Ohne Scheiß. Alle werden betäubt vor mir. Das ist ja heftig. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich alles killen soll. Es sind viele gute Sachen hier. Was ist das? Ne, das muss nicht sein. Also das ist auf jeden Fall noch interessant. Sprich bei einem Verhör eine Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Durch Todesdrohung erhältst du epische Runen von Häuptlingen. Außerdem erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, um 30% von Hauptmännern epische Runen zu erhalten. Was meinst du mit epischen Runen? Dein Ziel erlangt Macht und wird Gefolgsleute um sich scharen. Aha. Auf jeden Fall das mit dem, ohne dass ich meine Kombos verliere. Und das mit dem AOE da. Das probieren wir auch. Machen wir. Geile Sache. Jetzt könnte man es spielen, aber es geht nicht, weil da steht Anwendung kann nicht gestartet werden. Hallo. Vielleicht muss da noch was nachgepatcht werden, kurz. Hammer. Was ich jetzt noch machen möchte, oder schauen wegen den Runen hier, wegen den Waffen. Ich habe nämlich so viele Sachen schon gemacht gerade und alles wurde geupdatet hier. 4% Verteidigung gegen Fernkampfangriffe. Stellt bei einer Klingenhagel 61 Fokus wieder her. Erhöht durch den Waffenschaden verursachten Schaden beim Angreifen. Wie erhöht den durch Waffen verursachten Schaden beim Angreifen von hinten um 22% von hinten? Okay. Auf der Bestie mehr Schaden. Nochmal auf der Bestie mehr Schaden. Und hier. Boah, sind hier viele. Schaut euch mal an, ich habe fast alles freigestellt bei dem Dolch. Ist es unsere GMT, oder ist es EST? Achso, du meinst die Uhrzeit. Ja, das Spiel ist super mein. Das ist eine der wenigen Spiele, wo ich sage, hey, das tue ich auf jeden Fall hier empfehlen. Echt geil. Es anscheinend eine Mischung zwischen Assassin's Creed und Batman. Habe ich beide nicht gespielt. Gefällt mir total. Kann man viele schöne Sachen machen. Silent Kill kann man machen. Man kann drauf los mit dem Dolch Silent Kills. Metzel mit dem Schwert. Vom Weitem. Mit dem Bogen schießen. Also Hammer. Ich sag bis jetzt Gotti. Aber meines Gotti kommt ja noch. WW Mind Blow. Sue Silence. Wir haben nichts mehr gekillt. Natürlich nicht. Wir haben aber einen epischen Kill gerade gemacht bei dem einen Boss. Einfach mit von oben runtergesprungen und vernichtet den letzten da. Richtig vernichtet haben wir ihn. An einem Schlag. Und ich habe so viel freigeschaltet, Leute, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich skillen soll hier.
Stellt bei einer Schleichtötung 15% Gesundheit her. Ist geil. Stellt bei einem Greifabstechen 55% Fokus wieder her. Chance von 55% 25 Gesundheit zu regenerieren, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. What the fuck? Stellt bei einer Schleichtötung 30% Gesundheit wieder her. Achso, ist eigentlich immer das Gleiche. Ach, das ist das Gleiche, nur höher. Stufe Hauch des Lichtes, Hauch neu. Ach so, das ist nur höher. Jetzt check ich das erst. Jetzt warte mal. Das gibt's nicht höher, oder? Boshafte Stimmen. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Bieger, günstig, ausgerüstet. Erhöht die Chance auf einen Niederschlag beim Dolchwurf oder. Ja, beim Niederschlag, Dolchwurf, super, muss ich skillen. Ich werf doch dran, so wut. Stellt beim. Alter, es gibt so viele Sachen, hä? Leck mich am Arsch. Das kann ich im. Was brauche ich denn zum Freischalten? Aber ich muss irgendwas wegnehmen. Ich brauche das. Stellt beim Schleichen Fokus wieder her. Stellt bei jeder abgeschlossenen Auferzählung oder Bandmarkung 28. Ach so, das ist super. Ist das gleiche hier. Schauen Sie bei jeder Auferzählung oder Bandmarkung von Gesundheit. Und das ist hier. Also hier kriege ich bei einer Auferzählung oder beim 28 und hier kriege ich 73%, 50%. Okay, da können wir das eine vielleicht wegnehmen. Hier ist es ganz sicher, aber da ist es. Tun wir das mal kurz weg. Haben wir, achso. Das hier ändern in dem, das hier mit dem Pfeil, gell? Ja. Okay, hier haben wir, stellt bei einer Schleichtötung Fokus wieder her. Erhöht die Chance. Ich will eigentlich alles haben, das will ich auch unbedingt haben hier. Alter, was es alles gibt hier. Beim Schwert. Okay. Haben wir ja schon gesagt, beim Bogen. Das ist auch geil, 4% Gegner erhöht durch Waffen. Das ist auch wichtig. Egal. Machen wir schon. Auf jeden Fall haben wir schon ein paar coole Sachen neu dazu. Neu dazu haben wir jetzt durch das, dass sie stolpern können beim Dolchwerfen. Das passt, dann bleiben sie liegen. Dann habe ich hier das neue, einen Schlag einzustecken, ohne die Serie herunterzuschrauben. Das ist perfekt. Also kann ich weiter mit Dolch werfen, hinrichten. Und alle 5 Treffer kann ich hinrichtungen. Und das haben wir auch noch neu. Diesen Geisterstoß. Testen wir gleich mal alles. Wir sind ein paar Opfer. Blowjob. Also, was habe ich jetzt gesagt? Was will ich testen? Achso, Dolch. Das Ding ist andere. Ich brauche mal so ein paar Orks hier. Und stolpert schon, schau her. Oh, der ist okay, der ist tot, okay. Und bei einer 5er Serie kann ich sofort hier hinrichten. Pass geht. 1, 2, 3, 4. Dann kann ich hier schon. Das geht ja, ist ja krass hier. Weil das zählt ja auch als Schlag. Ja, noch 4. Funktioniert. Okay, dann wollte ich das mit dem. Was stand hier? Nochmal, ich habe das Skill. Wie geht das? Das hier mit dem. Das habe ich gemacht. Dolch habe ich gesehen. Das muss ich testen und mehr angreifen. Das hier. Verbessert Geist.